Und die Frage, die sich, oder das Ausrufezeichen, was dahinter steht, beziehungsweise Fragezeichen, richtet sich an Sie, dass Sie vielleicht mit uns gemeinsam auch beantworten können, sind das Chancen für Forschung und Entwicklung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da wollen wir mal schauen, ob wir in diesem Bereich einen Schritt weiterkommen. Kurz zur Vorgehensweise. Ich werde Ihnen zunächst ein bisschen was zum Hintergrund und zu den Konzepten der Low-Regret-Küstenanpassungsmaßnahmen darstellen, Strategien aufzeigen. Dann im Endeffekt noch einmal vielleicht kurz aufzeigen, was wir unter typischen marktischen Küstenschutzmaßnahmen verstehen. Da kann ich schnell darüber weggehen, weil die meisten mit diesen Maßnahmen vertraut. Und dann zu Kandidaten zu kommen. Also Möglichkeiten, wie Low Regret heute veranstaltet oder definiert werden kann. Und was das auch für Chancen dann wieder für die Küsten weltweit, aber auch für die deutsche Küste gegebenenfalls bereitstellt. Und im Endeffekt dann mit Ihnen in die Diskussion und in die Mittagspause zu gehen. Kurz zum Hintergrund. Hier mit einem Bild vom DARS, eine Deichrückverlegung und einem Anschluss eines küstennahen Waldes, sozusagen als Restaurierung eines Feuchtgebietes, um damit schon mal so ein bisschen den Hintergrund zu beschreiben. Die Frage, die letztlich, oder die Motivation, die ansteht, können wir relativ schnell machen. 70% der sandigen Küsten weltweit sind von Erosion heimgesucht. Wir wissen, dass wir durch den 5. Sachstandsbericht, dass diese Verhältnisse oder diese Treiber sich verstärken werden und das Problem letztendlich verstärken. 20% der europäischen Küsten sind sozusagen im Rückzug. Die Kosten belaufen sich natürlich on average ungefähr 5,4 Milliarden Euro pro Jahr, um diese Küsten zu erhalten und dementsprechend auch anzupassen. 70 Millionen Menschen leben in dieser Zone, wenn wir hier so einen 500 Meter Buffer einrichten, und das ist ein Gesamtbetrag von diesem Bereich geschätzt, 1000 Milliarden Euro. Das zeigt also den Ansatz, den Druck, der sozusagen auf dieses System sich ausbringt. Auf der anderen Seite, im Kontrast dazu, wissen wir auch, und das sollten wir immer uns wieder vor Augen führen, dass natürlich die Küstenökosysteme 40% aller Services, aller Ökosysteme auf diesem Planeten bereitstellen. Und zeigen dann ja tatsächlich den eben schon zitierten Besiedlungs- und Nutzungsdruck des Küstenraums, der sich auch widerspiegelt in der ein oder anderen Rahmenrichtlinie, die aus Brüssel an uns gerichtet wird, wo es um Kenngrößen, aber auch um Verfahrensschritte geht, wo wir oftmals gar keine belastbaren Voraussetzungen haben, um damit dann umzugehen. Das neueste Beispiel ist ja die marine Raumplanungsordnung, die 2014 in Kraft getreten ist und das jetzt in nationales Recht umgesetzt wird. Also hier ganz klar die Motivation für die Anpassungsmaßnahmen. Das methodische Konzept, was ich Ihnen jetzt im Folgenden kurz anreißen möchte oder darstellen möchte, bezieht sich auf einen Sonderbericht des Weltklimarats 2012 veröffentlicht, und den finden Sie auch im Netz, wenn Sie nur den Begriff SREX eingeben, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advanced Climate Change Adaptation, ein 400-seitiges Dokument. Dort werden Sie vorgestellt bekommen, ein Portfolio an möglichen Maßnahmen, natürlich sehr holistisch gefasst über alle Disziplinen hinweg, wo genau diese Low-Regret-Adaptation-Methods angesprochen werden, um sich vor zukünftigen klimatischen Entwicklungen zu schützen oder vorzubeugen. Das betrifft dann die Dimension der Reduzierung der Exposition von gewissen Elementen, die einem Risiko ausgesetzt sind. Das heißt aber auch gleichzeitig, die Widerstandskraft von gefährdeten Elementen zu stärken, dass wir also, wenn wir jetzt über unsere Infrastruktur nachdenken, dass die Deiche ertüchtigen, verstärken bzw. stärker erhalten. Hat aber auch die Dimension Share and Transfer of Risks. Das ist nichts anderes als Versicherungswesen, dass sie das, die Verantwortlichkeiten übertragen, die dahinter stehen, oder schlichtweg auch nur die Vorbeugung erzielen, indem sie über das Phänomen aufklären und damit auch ins Bewusstsein der Bevölkerung. Also wirklich eine riesige Bandbreite, die dort in diesem steckt. Das ist das Konzept, da will ich nicht weiter darauf eingehen, das werden Sie in den Blick finden. Vielleicht ganz kurz zum Regret. Das Oxford Dictionary sagt dazu, Feeling of sadness or disappointment over what occurs, measure or something that someone has done or failed to do.
Wenn wir das übersetzen, würde ich hier das Bedauern oder die Reue oder den Kummer anführen, dass wir Ingenieure natürlich sagen, natürlich müssen unsere Bauwerke, die dürfen uns keinen Kummer bereiten. Wir sehen das aber aus einer anderen Perspektive. Ja? Das Bauwerk muss dementsprechend das erfüllen, was wir von ihm erfordern. Das ist hier anders gemeint, dass die Folgewirkungen von Maßnahmen möglichst kleine Folgewirkungen letztendlich erzielen. Und so müssen wir auch an diese ganze Maßnahme herangehen, dass wir den weichen Küstenschutz beispielsweise viel stärker in den Vordergrund bringen. Typische Beispiele, wie der harte Küstenschutz aussieht. Ich denke, wir haben gerade von Herrn Jensen und Herrn Schützpunkt gelernt, dass wir durch globale Treiber natürlich die Belastungen auf die Küste, auf die Küsten deutlich zunehmen werden, ob das ein Meeresspiegelanstieg ist, ob das die fortschreitende Erosion ist oder ob das Einzelereignisse sind, wie die stärkere, schnellere oder stärkere, höhere Sturmfluten, die sich natürlich auch im Estuar anders verstärken, als wir es bislang auch gar nicht so richtig vorhersagen können. Da ist noch eine relativ große Unsicherheit. Wie entwickelt sich das auf morphologische Entwicklungen im Küstennahbereich und auch in den Estuaren? Natürlich können wir aus den Ingenieurwissenschaften diese harten Ansätze oder die harten Küstenschutzmaßnahmen als traditionshafte Disziplin sozusagen, die können wir natürlich umsetzen. Und wir wissen, dass jede Maßnahme, die getroffen wird, eine ortsspezifische Kenngröße innehat, die muss systemrelevant sein, die muss tatsächlich schützen. Und muss natürlich auch eine gewisse Art der Implementierung umfassen. Und das gerade die dargestellten Beispiele von Kollegen Schützpunkt, was auf den Halligen so alles möglich ist, da müssen wir natürlich überlegen, ob das dementsprechend auch umgesetzt werden kann. Die Fragen, die wir dann letztendlich beantworten, wenn wir eine Küstenschutzmaßnahme treffen, die können beschrieben oder bewertet werden anhand der folgenden Merkmale oder Charakteristiken. Welche Küstengefährdung adressieren wir, wie effektiv und wie zuverlässig ist diese Maßnahme? Ganz klassische Aufgabenstellung, zuverlässig, die dann auch Zuverlässigkeit in die Bemessung einfließt. Was wir nicht so häufig machen, da sagen wir oftmals, naja, das muss 20 Jahre, das muss 50 Jahre oder wie bei größeren Infrastrukturen, das muss 100 Jahre halten. Was ist über den Lebenszyklus? Wie degradiert eine solche Küstenschutzmaßnahme? Wie altert dieses Bauwerk? Wie angemessen kann das überhaupt erfasst werden? Also die Durability, die dahinter steht, Dauerhaftigkeit, die rückt also immer stärker in den Fokus. Natürlich sind die finanziellen Dimensionen einer Maßnahme immer in der Betrachtung, wenn es um die Planung geht, aber zunehmend auch in der Unterhaltung, in dem Maintenance-Bereich. Und das kommt natürlich hinzu, wir müssen für unsere Maßnahmen Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen, also insofern abschätzen, welche ökologischen Nebeneffekte erzielt unsere Maßnahme oder bewirkt unsere Maßnahme und sind diese Effekte reversibel oder unumkehrlich, irreversibel? Das ist doch die große Frage. Und gerade auch hier das letzte Beispiel, wo die Zusammenarbeit, die Herr Schiffung gerade mit dem Institut für Soziologie angestellt wird, Public Acceptance, also das die gesellschaftliche Verordnung der Maßnahme heute umgesetzt wird, ist viel stärker als noch vor 10 Jahren in den Vordergrund gerückt. Und jeder mitdenkt. Jeder ist im Endeffekt ein Küsteningenieur und kann die beste Lösung finden. Da stecken wir also diesen Dilemma, diesen Anforderungen stecken wir mit unseren Maßnahmen. Letztlich ist es eine, ist die Bemessungsgrundlage etablierte Praxis, Stand des Wissens letztlich und auch der Umsetzung, das sind unsere Best Practices, Coastal Engineering und das natürlich auch einer weltweiten Skala. Welche Maßnahmen umfassen jetzt diese harten Küstenschutzansätze? Und wenn Sie das im Flachwasser sehen, dann nur hier angedeutet, das können große Budenfelder, Steinbudenfelder sein, das sind Wellenbrecher, das sind natürlich auch hier in Steinen errichtete künstliche Riffe. Das sind aber auch die Großsturmflutbauwerke, massiv natürlich dann ein Einschnitt des Gewässer und des Estuar bedeuten. Das sind an der Küstenlinie Deiche, aber auch vertikale Seawalls, die dort eingeführt werden, Deckwerke oder andere Bauwerke, die jetzt schon mit angedeutet werden. On site, wenn es um den individuellen Objektschutz geht, dann sehen Sie hier verschiedene Möglichkeiten, die Sie dann tatsächlich
ein schützenswertes Objekt beispielsweise hätten können vor Überflutungen, wie eben auch dargestellt bei den Bafen und auf den Halligen. Natürlich, das ist historisch bedingt und wir sind eine etablierte wissenschaftliche Disziplin. Ist das für uns alles in der Vergangenheit, hat man viele Fragen gestellt, unter anderem Herr Schimmel sagte heute Morgen die zwei Sonderforschungsbereiche, die hier in Hannover gelaufen sind. Dort hat man das Küstenengineering massiv vorangebracht. Aber seither sind die ganz großen Fragestellungen so ein bisschen aus dem Vordergrund oder aus dem Betrachtungswinkel geraten. Und das, woran wir uns messen lassen müssen, ist, dass unsere Maßnahmen zu oft, fast regelmäßig, zu großen Kummer bereiten. Insbesondere in mittelfristiger und langfristiger Perspektive, weil unsere Ansätze sich oftmals im Kontrast stehen zum Wellbeing, versuchen Sie es zu übersetzen, also zum Wohlergehen, ja, zum Erhalt der Ökosysteme und dem Schutz der Ökosysteme. Dass Habitate oftmals zerstört werden oder dass Küstenerosionen an anderer Stelle dann letztendlich erst impliziert werden, was gar nicht beabsichtigt ist. Und natürlich, dass Küstenlinien letztendlich sich verlagern, verändern, weil oftmals unser Prozessverständnis oder das Wirkungsverständnis, die Physik, die dahinter steht, gar nicht richtig abgebildet werden kann oder Langzeitprognosen gar nicht vernünftig angestellt werden können. Also da ist natürlich noch genug disziplinärer Forschungsbedarf, ganz klar. Und dementsprechend meine Fragen, die sich daran richten, nämlich wie wären darauf gründen, wenn da diese Heilgesetze anstehen, wie werden dann welche Küstenschutzmaßnahmen gemessen oder wie werden sie erstellt? Und sind diese weichen Küstenschutzmaßnahmen, bereiten die uns schon wenig Kummer? Oder gar keinen Kummer, die Frage. Und wenn das dann so gilt, wie können diese Maßnahmen bemessen werden, erstellt werden? Und insbesondere, wie kann deren Wirksamkeit abgeschätzt werden? Das wird sozusagen durch die Fragestellung daraus gehen. Und dementsprechend komme ich wieder zurück zu meinem Titel. Sind das jetzt die Fragen, die wir in Forschung und Entwicklung an uns richten müssen und dort weitermachen? Welche Kandidaten der weichen Küstenschutzlösungen fallen uns ein? Mit dem Bild möchte ich Sie schon in eine gewisse Richtung haben, dass nämlich diese neuen Ansätze, die dann die weichen Küstenschutzmaßnahmen umfassen, sind auch innovativ, um letztendlich Gefährdungslage an Küsten zu verbessern. Und auch hier nach unserer Aufführung, was das umfassen könnte, das sind Constructed Wetlands, also Feuchtgebiete, die artifiziell aufgebaut werden, sprich wie so eine Art Renaturierung der Küstenlinie. Algenheiten sind vorgelagert, schwimmende Wellenbrecher oder auch dämpfende Maßnahmen in Estuaren beispielsweise, die wir sozusagen rekonstruieren und vorhersagen können, wie effektiv die sind. An der Küstenlinie sogenannte Living Shorelines, also Uferbereiche zu renaturieren, Schilf oder Lürich, Pflanzen dort an, die zur Wellendämpfung natürlich, Beaches and Dunes, also ein Vorspülen und Aufspülen von Stränden, was sozusagen darunter fällt. Und abgelenkt könnte dann, naja, das ist dann die andere Fragestellung, die sich für mich aber nicht erschließt. Strategic Retreat, also dass man sich zurückzieht von der Küste. So wird das jetzt hier in dieser Quelle genannt. Das ist übrigens der Entwicklungsplan der Stadt New York City, wo genau so gedacht wird und wo ich diese Unterlagen oder diese schönen Grafiken auch hergenommen habe. Die Low-Regret-Maßnahmen können allerdings auch, Herr Schimmel hat das heute Morgen ganz kurz erwähnt, in einen ökosystemaren Ansatz verstanden werden, wie nämlich tatsächlich diese zu schützenden Habitate beispielsweise unterhalten werden. Und unsere Kollegen in den Niederlanden nennen das Working with Nature. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, den wir auch letztendlich damit mitmachen müssen oder sollten und einfach darüber nachdenken, dass dies eine Transition, also ein Entwicklungsprozess from building in towards building with nature bedeutet. Und dass wir das viel stärker in den Vordergrund unserer Betrachtungen ziehen sollten. Hier sehen wir jetzt, das ist von New York City, ein Waterfront Development, die Piank, die ja immerhin einen gewissen Stellenwert weltweit innehat, nennt dann diese Working with Nature-Initiative als proaktiv und integrativ und sagt, wenn wir in diesem Bereich fortschreiten, dann kann das bedeuten, dass die Zielstellungen in einem ökosystemaren Kontext wesentlich besser erreicht werden können, als wenn wir nur
die umweltrelevanten Auswirkungen abschätzen und diese gegebenenfalls dann minimieren, die Umweltverträglichkeit. Also was ist sozusagen Cost-Benefit als ökologischer Schaden, der sozusagen entsteht. Dass wir hier viel stärker so eine Art ja, Win-Win-Situation herbeiführen können, ohne dass wir irreversible Schäden anstellen. Eine sehr interessante Veröffentlichung im renommierten Journal Nature erschienen, das ist von den Kollegen aus den Niederlanden, Temmermann, das ist aus der Arbeitsgruppe von Marcel Stiefel 2013, die das ökosystembasierte Schutzsysteme mit sozusagen in einem konzeptionellen Modell mit anführen. Und das wird von der Konzeption, die werden wir sofort übereinstimmen, das funktioniert. Der konventionelle Küsteningenieuransatz einer sandigen Küste für sich verändernde Wellen, Wellenangriff, für höhere Sturmflut, Wasserstände, aber auch für einen höheren Meeresspiegel bedeutet natürlich, wir müssen Küstenschutzsysteme erhöhen. Das ist die natürliche Antwort, die uns dabei einfällt, oder auch, dass wir sozusagen Boden verändern. Der ökosystemare Ansatz sagt, naja, lass uns mal ein bisschen intensiver über das über Sandvorspülungen oder Sandaufspülungen nachdenken, gegebenenfalls auch so mit Unterwasserbarren, die wir künstlich erstellen und sozusagen auch dann unterhalten. Auf der anderen Seite formulieren Sie so ein konzeptionelles Modell und sagen, wie sieht das für ein Estuar aus, in dem wir natürlich die Deiche ständig erhöhen müssen, um eine Antwort zu haben auf das Verändernde, auf die verändernden Einwirkungen. Und aus küstlicher Sicht ist die Sache klar, dass natürlich sich dadurch alleine die Sturmflutwasserstände im Estuar erhöhen werden. Das wird sozusagen nicht linearen Verhalten, die damit einhergehen, neben allen weiteren Prozessen, die im Estuar dann sich verändern werden. Was also Flutstrom- oder Webstrom-dominierte Regime betrifft. Aus ökosystemarer Ansicht sieht die Sache anders aus in diesem konzeptionellen Modell, dass man darüber nachdenkt, die Estuare sozusagen wieder Tidepolder, Tidebereiche mit anzuschließen, eine dämpfende Wirkung der Tide zu erzeugen. Was ähnliches wie in Hamburg Kriegsland gemacht wird, wie es an der Ems, wo darüber nachgedacht wird, große Tidepolder mit anzuschließen. Genau das ist der Weg, der hier in den Vordergrund rückt und der aus meiner Ansicht unter Low Regret Adaptation passt und wo wir uns letztendlich dann auch mit beschäftigen müssen. Die wirklichen wissenschaftlichen Komponenten, die da drin stehen, da ist noch viel Arbeit zu tun. Ja, also da stecken also in dem Augenblick sofort die, die Forschungsprojekte, aber auch gemeinsame Entwicklungsprojekte mit den Verwaltungen steckt damit drin. Also, wir können sozusagen erstmal festhalten, dass diese ökosystembasierten Ansätze zumindest die Systeme oder die andernfalls beschädigten Systeme unterhalten oder gegebenenfalls sogar enhancen, also erhöhen, aufwerten, was sozusagen damit zusammenhängt, also Funktion und Struktur der Ökosysteme zu erhalten. Wir sehen bereits, dass diese Low-Regret-Maßnahmen graduell also übergangsweise tatsächlich ergänzt werden, dass wir also nicht mehr nur harten Küstenschutz durchführen. Und die Dame hier, Mrs. Chong, sagt in Science dazu, das ist ein Ansatz, den haben wir in Deutschland noch nicht definiert, sie nennt das ökologisches Ingenieurwesen, Ecological Engineering, wohin sozusagen die Reise geht. Und daraus dann ganz klare wissenschaftliche Fragestellungen, die daraus erwachsen. Welche Unsicherheit geht in die Einsatzfähigkeit dieser Maßnahmen ein, in einem dynamischen Küstensystem? Welche Robustheit, Widerstandsfähigkeit und auch welche Kosteneffektivität? Wenn Sie jährlich aufspülen, wie beispielsweise vorhin, ist das kosteneffektiv oder müssen wir sozusagen müssen wir anders denken an diese oder anders herangehen an diese Fragestellung? Und wie gehen also die Verwaltungen damit um? Und auch Christen gemeint, um tatsächlich auch vor den hoch unsicheren Entwicklungen in der Zukunft über damit umzugehen. Wir haben sicherlich technisches Know-how in der Umsetzung und die Prinzipien sind im Prinzip liegen auf der Hand, aber die Dauerhaftigkeit beispielsweise und auch die Zuverlässigkeit und ökologische Side-Effects, was ergibt sich denn tatsächlich daraus und ist das ein Mehrwert für die ökologischen Systeme? Diese Fragen sind unbeantwortet. Und dementsprechend sage ich in Wien, jawohl, das sind die Fragen, die wir uns zukünftig zu stellen haben und die wir in Forschung und Entwicklung voranbringen.
Drei Beispiele. Küstenschutz Sylt, Sandaufspülungen, ein jährliches Verfahren. Herr Willerich vom LKNSH ist hier. Wir haben tatsächlich diese Verfahren, und sie sind mittlerweile auch relativ akzeptiert, jedenfalls aus meiner Warte. Allerdings, die Frage ist natürlich gestellt, wie wird vorhergesagt, beziehungsweise wie wird geplant, diese Aufspülungen vorzunehmen, oder wird immer nur an einer Stelle geflickt, da wo der Sand letztendlich oder die größten Erosionen stattgefunden haben. Die Holländer sind hier ein Stück weiter, und viele von Ihnen kennen die sogenannte Sand Engine, der Sandmotor, der an der Küste oder an dem Grenzgebiet zu Belgien, also südlich von Rotterdam, ein Mega-Nervishment, 20 Millionen Kubikmeter hier unten, sind dort aufgespült worden. Also eine große Geoengineering-Maßnahme, wo tatsächlich in einem großen Pilotprojekt versucht wird, wie sich diese Aufspülung für die gesamte Küste der Niederlande, wie sich sozusagen als Depot, dass die Sandmassen dort entwickeln, aber nicht nur aus Ingenieurseite wird das betrachtet, sondern natürlich auch mit den Naturwissenschaften zusammen. Die Ökologie, die Vielfalt, die dort entsteht und die ersten Ergebnisse auch bei Masters Liebe dargestellt, es verhält sich völlig anders als gedacht. Es ist nicht so, wie es nicht vorher gesagt wurde. Das ist hochspannend. Ich behaupte, in Deutschland würden wir es noch nicht schaffen, so etwas umzusetzen. Dafür ist es zu modern und zu gewagt. Ja. Weitere Beispiele aus Projekten, die wir gerade hier am Institut durchführen, die sogenannten Bambu-Breakwater, eine Maßnahme, die wir entdeckt haben, in zufälligerweise in Vietnam im Rahmen einer Studie, die wir gerade durchführen für Ho Chi Minh City. Die Maßnahme, ich zeige Ihnen die Bilder, das sind Küstenplanungssysteme, so wie wir sie nennen würden, die letztendlich zur Sedimentfang angesetzt sind, über einen Küstenkreis von 15 Kilometern, die GIZ. Die ehemalige GTZ setzt das um, hat es umgesetzt, um hier der eigentliche Sinn dieser Bamboo Breakwater ist, die Reforestation, also die Anpflanzung von Mangrovenwäldern, eine natürliche Pufferfunktion wiederherzustellen. Thorsten Albers, Theo Hamburg-Harburg bzw. von Niederlande-Ingenieure, hat diese Maßnahme begleitet und ist auch hier in Schmidt et al. Veröffentlicht und auch die Frage, wie funktioniert das? Ist das wirksam? Fragezeichen. Kann keiner eine Antwort geben. Es wird natürlich lokal umgesetzt, weil es ein billiges, örtlich vorhandenes Material ist. Sie können das mit Local Workforce, also mit den Arbeitern vor Ort, umsetzen. Das ist kein Hightech-Ansatz, aber es ist letztendlich eine Naturmaßnahme, die Sie dort umsetzen. Das ist nicht die Lösung für die Norden Ostsee. Aber nur einfach, um Ihnen die Augen zu öffnen, was sozusagen alles möglich ist. Ein Projekt, das wir gerade durchführen, in Zusammenarbeit mit einem Projekt, zu dem wir gefördert in Indonesien, basierend auf Coconut-Fiber, also Faserstoffe aus Kokosnüssen, ein beliebig ersetzbarer und nachhaltiger Rohstoff, der Anwendungen kennt. Das sind Fußabtrittmatten, die wir bei uns vor der Haustüre liegen haben. In Indonesien ist es so, das ist ein Rohstoff für die Automobilindustrie, aber auch als Dämmmaterial wird es eingesetzt, weil das ist hier, kann man das nicht sehen, hier werden diese Kokosmarken werden zu großen Teppichen gelegt und die finden im Küstenschutz einen Einsatz. Das ist eine Baustelle auf Bali, Herr Gabriel Davids war dort vor kurzem und wir arbeiten dort mit den indonesischen Behörden zusammen, um die Dauerhaftigkeit dieser lokalen Materialien und die Wirksamkeit letztlich mit uns zu untersuchen. Das, was wir wo wir die Maßnahme, Gabriel war letztes Jahr im Sommer, August war er vor Ort, und was wir gesagt haben, es hat niemand vorher untersucht, wie überhaupt die Wirksamkeit dieser Maße oder dieser Matten funktioniert. Und wir haben das Material importiert, in den Wellenkanal geschützt, um mal zu schauen, wie entwickelt sich denn das Strandprofil mit diesen Matten. Und die Ergebnisse, die ich habe sie gestern Abend mir noch angeschaut, die sind sehr vielversprechend, was also das Erosions- und Filterstandprofil betrifft. Und wir haben auch eine weitere Testzeit auf Bali, wo wir das Verhalten einer solchen Kokosmatte im Verhältnis zu einer unmittelbar daran gelegenen Seawall über längerfristige Zeitraum mitdenken können. Und damit auch dann tatsächlich die Leistungsfähigkeit dieser Matte. Letzte Folie, Zusammenfassung und Diskussion. Mit diesem Bild hier aus der Osterschelde ein Oyster Reef, Submerged Breakwater, also Co-Nutzen, der damit einhergeht. Diese Low-Regret-Maßnahmen
haben einen Bedarf, der Bedarf, denke ich, ist klar dargestellt, aber sie sind auch machbar und umsetzbar, sowohl technologisch als auch ökologisch. Klares Statement von meiner Seite, da muss, oder es muss dort Forschungsaktivitäten stärker unternommen werden als vorher. Multifunktionale und adaptive Schutzsysteme müssen entwickelt werden, um letztlich auch also gewollte ökologische Nebeneffekte zu erzielen, also diese Win-Win-Situation, die wir eben dargestellt haben, um damit große Küstenhabitate zu erhalten. Welche Ziele sollten dahinter stehen? Das muss transdisziplinär und grundlagenorientiert und anwendungsorientiert verlaufen. Das ist das Besondere, dass wir also hier meine Spielwiese von verschiedenen Disziplinen haben, die sich zusammensetzen und Schnittstellen aufzeigen müssen und damit letztendlich neue Lösungen, innovative Lösungen finden. Bedeutet aber auch, und das sollten wir nicht außer Acht lassen, das bedeutet, wir müssen auch anders ausbilden. Oder jedenfalls müssen wir diese Nuance in unserem Ausbildungssystem mitgeben, dass der weiche Küstenschutz auch einen Stellenwert hat. Und es muss auch dazu führen, dass wir ein Training, also eine Fortbildung, Weiterbildung, ja auch materielle Systeme, also sprich der Verwaltungen, damit einhergehen. Es muss aber auch, und das hatten wir gerade im letzten Beitrag, die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung entwickeln. Wir müssen uns wünschen, dass so etwas, ihre Bedarf da tatsächlich auch sein, weil das wiederum Ownership und, also sprich Eigentum und Identifikation mit den Maßnahmen fördert. Wenn wir das nur aufoktroyieren, dann hat es keinen Zweck mehr zu machen. Das übergreifende Prinzip sagt, dass wir uns wissenschaftlich diese Ergänzungen oder diese Systeme erarbeiten müssen und insbesondere an den Schnittstellen der Disziplinen und auch der Maßnahmen, da stecken die großen Forschungsfragen, also die Kompatibilität. Das ist meiner Ansicht nach, auch Herr Morgan hat es erwähnt, ein Input für MARE-N, dass also dort auch die Ingenieurwissenschaften letztendlich wieder in Erscheinung treten, dass sie mit ihren Können und auch Wissen tatsächlich dort etwas weiter. Mein letzter Satz, wie müssen letztendlich solche Maßnahmen bemessen werden, beispielsweise dann auch in Vorspülungen. Fundierte wissenschaftliche Untersuchungen hat es aus meinem Blickfeld bislang nicht gegeben in Deutschland. Und da müssen wir ran, dass wir auch beispielsweise in der nächsten Ausschreibung Wissen mehr Forschung, da haben wir auch was in der Schublade liegen, dass wir da gemeinsam mit den Ländern daran arbeiten, dass wir das Thema viel stärker in den Vordergrund bringen. Monitoring, Inspektion, Guideline, also Richtlinien, wie wird das sozusagen auch über die Zeit, über den Lebenszyklus verhandelt und letztendlich Share Experience Veranstaltungen wie heute darüber zu berichten, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Mit diesem letzten Bild, einem weiteren Low-Regret-Ansatz, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.